Und wir kommen nochmal an. Dann, dann. Willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Und vorab möchte ich mich mal dafür entschuldigen, dass ich die letzten Parts nur von LEGO Racers 2 hochgeladen habe. Woran liegt das? Warum habe ich hier nicht weitergemacht mit Dead Space? Das liegt ganz einfach daran, weil ich war über Ostern krank. Und ich bin es jetzt im Grunde genommen immer noch. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Durch das tolle Antibiotika, was mir mein Arzt verschrieben hat. Und ebenfalls der Stärkung durch Tee und Mittagessen und hast du nicht gesehen und Ibuprofen, was man nicht alles hat. Und ich glaube, der Isaac könnte auch einiges an Ibuprofen gebrauchen. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist. Der Kontrollraum ist abgeriegelt. Das war gar nicht klar. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Und was soll ich bitte sagen? Ich meine, können die nicht mal anpiepen? So... Es muss ja nur mal 2 Sekunden davor sein. Wie viele Aufgaben habe ich denn jetzt? Es ist doch nur eins. Wie viele Kapitel gibt's? Gibt's 12. Gut, gut, gut. Okay. Alles klar, alles klar. Weg damit. Schauen wir uns doch erstmal um. Und ich muss die Steuerung erstmal wieder reinkriegen. Juhu! Oh, ja, ja. Ich glaube, ich mache mal eben meinen eigenen Lautsprecher etwas leiser, weil dann habe ich immer das Gefühl, dass ich nicht reden sollte, wenn es zu laut ist. Abbaubetrieb, welcome to the mining deck. Okay. Passend zu meiner Verfassung würde ich auch sagen, wir tun mal auf dicke Eier. Und schauen mal, was uns erwartet. Ba-ba-ba-ba-ba. Nix. Oder? Munition. Der hat einen verdammt breiten Rücken. Muss ich so sagen. Rick. Ein Energieknoten! Wuhu! Ja, das ist super, super, super. Aber ich werde mich später, wenn ich einen zweiten Run mache, sicherlich noch viel mehr freuen. Und ich wurde bereits von einem anderen LPer als verrückt erklärt, dass ich das auf der höchsten Stufe nochmal spielen will. Jo, 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 jo. Hier passiert doch irgendwas, ne? Hier, komm. Kommt her. Ich bin gerade wieder übelst misstrauisch wegen jeder kleinen Scheiße, die passieren könnte. Egal. Wir haben 5 ganze Knoten. Wir können... Bauen wir... So. Den Plasma-Cutter. Der ist jetzt perfekt ausgebaut. Das wird auch unsere Primärwaffe bleiben. Wie sieht's hier denn aus? Das Nachladen kann man verbessern. Aber nicht mehr die Kapazität. Hiervon kann ich die Luft verbessern. Luft ist jetzt nicht so das Problem. Die Strahlenkanone kann man nur das Nachladen verbessern. Die Laser... nee. Laserkanone. Das Nachladen. Dann kommen wir als nächstes nämlich auch an die Kapazität. So. Meine Hände sind so schwitzig. Na,
Nein, nicht, weil ich Angst hab. Ah, komm raus, komm raus, komm raus. Dann nicht. Langweiler. Hier, was? Kommt! Diese Musik, ich hasse es. Ich hasse es. Munition, was ist hier? Was ist hier? Da leuchtet was. Was können wir jetzt im Shop eigentlich Tolles machen? Neues Objekt. Haben wir irgendwas Neues? Nein, nicht wirklich. Wir haben Energieknoten. Ich bin mal wieder so wahnsinnig und verkaufe einfach mal die Sachen, die wir nicht brauchen. Und eigentlich... Hier, ich will... Laserkanone. Plasma-Cutter, 90.000 dafür, dass wir den perfekt ausgebaut haben. Übel. Die kleinen... Dann nehmen wir den mit. Und dann verkaufen wir noch den. Ah, schnell, 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 schnell. Ach, ganz unten sind die. Und ich bin mir irgendwie ganz sicher, dass wir hier auch einen neuen Anzug bekommen. Dass ich jetzt aber das ganze Geld hier gerade für die Energieknoten rausgeschmissen habe. Und ich bin's eigentlich gerade so ein bisschen satt, dass ich da ständig rumschreien will, wie ich es gesagt habe. Mist, das passt ja nicht so. Egal, dann gehen wir hier rüber, dann können wir das. Woo! Jetzt haben wir auch mal unser Impulsgewehr etwas verbessert. Das heißt, falls wir nachher in... Oh, Speicherpunkt. Nee, keine Lust zu speichern. Wir speichern nicht. Wir brauchen das nicht. Erschreckt mich! Das habe ich so lange nicht mehr gehabt. Gehörst du zu meinem Team? Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Lass mich mal umsehen. Ach, und der... Ja, ich habe natürlich die Tonnenstiefel, kann alles wegtreten, wie ich will. Ein wunderbar sympathischer Arbeiter. Attention, USG Ishimura Miners. Always following mining deck procedures. Keep your rig synced up. Read and understand manuals. Understand. Sehr wichtig. Inspect your work area. Never approach active machines. Keep all shields and guards in place. Hört sich ja nicht schlecht an. Nur... Ah! Oh! Wo können wir denn... Wir sind gerade Deck A, nehme ich an, ne? Was? Blöde Sau! Der erste Aufzug, in dem doch Gegner kommen. Gerade als ich damit wirklich nicht mehr gerechnet habe, dass irgendwelche Gegner nochmal... Ihr blöden Säcke. Kommen doch noch Feinde. Das ist doch scheiße. Ein Schema. Well. Hier, komm, rastet aus. Nee, ein Audiolog. Ihr Tempo, ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich, wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Safety begins with teamwork. Watch each other's back. Hehehe. Hat hier ja super funktioniert. Da liegt ein toter Kollege. Hier brennt's. Nichts Interessantes. Ah! Kollegen, die nichts mitkriegen.
können wir ja die tolle Waffe auch mal benutzen. Kommt her! Ich habe eine Ladung Laser für euch. Komm! Hey, das war nicht nett. Mago! Mag nicht mehr spielen. Böse Zeitgenossen. Hinterhältige Zeitgenossen. Boomer! Mann, oh Mann. Da wollte ich jetzt mal die Laserwaffe mehr ins Spiel bringen und dann sowas. Mann. Das ist echt nicht nett, Leute. Das ist überhaupt nicht öko. Ja, jetzt sollte wieder irgendein Horrormoment kommen, laut der Musik, und ich habe ihn wieder mal verpasst. Das ist, glaube ich, jetzt schon bei einigen Szenen passiert. Ja, und wie geht's hier? Da. Nix Neues. Paar verstümmelte Personen. Laden wir unsere Waffe nach? Wir müssen dafür ja stehen bleiben. Reicht das? Tatsache. Den ganzen Leuten hier geht's ja echt. Was verpasse ich immer? Ich höre jedes Mal diese blöde Musik. Häng ab. Nur den Kopf nicht verlieren. Nee, speichern tun wir nicht. Wir fahren einfach fort. In das Mineralienverarbeitungsgebiet. Okay. Mineralienverarbeitung. Das. Okay, das habe ich mitbekommen. Das war aber auch schwer zu übersehen, zu überhören. Der will nicht durch die Tür. Isaac ist zu fett. Hier ist verschlossen. Und hier kommt gleich irgendwas durch die Wand. Oh, oder nicht? Oh, du hast mir wehgetan. Trotzdem ist der Weg mir hier etwas zu lang, als wenn da nichts weiter passiert. Aber hier ist ein Shop. Das heißt, sonderlich viel wird hier nachher auch nicht mehr passieren. Zumindest nicht in diesem Raum. Ein Textlog. Problem in den Weiterverarbeitung. Logbuch des Abbaudecks. Kreuz G. Die Situation hier hat sich um einiges verschlechtert. Okay. Wir könnten hier oben wirklich ein paar Hilftechniker gebrauchen. Ja, das ist so schön. Wieso ist hier aber nochmal ein Shop? Ich hab. Okay. Mein Bruder würde mich dafür umbringen, dass ich hier ständig Munition verkaufe. Hey, das kannst du doch nicht machen! Hier ist nichts rausgekommen. Nee. Aha.